So, da sind wir schon wieder. Neuer Tag, neuer Shop. Und wie ihr seht, seht ihr unten nichts mehr. Weil der Passive-Code wurde nämlich geknackt. Und wie ich es vorher gesagt habe, von dem lieben Marcel Schießwald. Gruß gehen da erstmal raus. Und Glückwunsch zu deinen jetzt 30 Euro, die du gewonnen hast bei mir. Beziehungsweise du hast es dir verdient. Du hast halt einfach drei Codes geknackt. Und die letzten drei Zahlen waren nämlich, warte, ich muss kurz auf den Zettel gucken, 3, 9, 6. Deshalb musste ich auch so lachen, als im Stream einer gesagt hat, ja, ich habe schon 300 noch was Zahlen ausprobiert. Ich wollte erst sagen, ja, du bist nah dran. 5 Minuten später war er dann angeblich schon bei 600. Da habe ich mir nur gedacht, ja, dann hast du definitiv irgendwas falsch gemacht. Aber ihr wisst ja, viele haben es vielleicht schon mitbekommen, ich habe halt jetzt vor, dann Skins zu verschenken. Also in erster Linie, was du dafür tun musst, Abonnent sein, ist schon mal das A und O. Weil logischerweise habe ich schon vor, dann Abonnenten zu belohnen. Punkt 2 ist, was das Allerwichtigste eigentlich ist, sei mit mir befreundet. Heißt, schick eine Freundschaftsanfrage an yt-familyhack. Weil sollte ich dich aussuchen, dann will ich den Skin auch direkt verschenken. Und nicht quasi, ach, wir sind ja gar keine Freunde, weil das geht erst nach 2 Tagen. Also schickt mir auf jeden Fall eine Einladung, also eine Freundesanfrage. Ich nehme sie definitiv an. Also macht euch da keine Gedanken. Ihr seht ja, die Freundesliste wird jetzt immer größer. Wir sind jetzt bei 40 plus die offline sind wir bei 140 Leuten. Also, simpel gesagt, 140 Leute können auch nur gewinnen. Wenn du dir nicht sicher bist, ob wir befreundet sind, such mich in deiner Freundesliste. Wenn nicht, trag mich einfach nochmal ein. So, das ist dann quasi für dann, wenn ich im Livestream einen auswähle. Des Weiteren, schreib ruhig deinen Epic-Namen unten rein. Ich weiß noch nicht, ob ich es mache, ob ich mir zwischendurch einen raussuche und da einfach mal einen kleinen, sag schon, kleinen Skin raushau. Also, auch deinen Namen reinschreiben, gern Like da lassen, Abo da lassen, Glocke aktivieren. Glocke aktivieren ist vielleicht ganz wichtig, gerade um die Streams nicht zu verpassen, weil ich habe eigentlich schon vor, fast täglich zu streamen. Also so ein, zwei Runden mal mit euch zocken, auf jeden Fall. Also da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Also Kurzfassung ist, Abo da lassen, schreibt euren Namen unten rein. Schreibt ihn vor allem richtig unten rein, damit ich euch auch finden kann in der Freundesliste, weil steht ihr nicht bei mir in der Freundesliste, habt ihr Pech gehabt. So hart sich das halt einfach anhört. Weil ich hatte selbst im Livestream, habe ich schon gemerkt, ach, da will einer mit mir spielen, ich guck, ja, der steht jetzt nicht mit mir befreundet. Und dann, ja, komm, bitte lad mich ein. Ich kopiere seinen Namen aus dem Chat raus. Da ich am PC bin, kann ich das einfach markieren, kopieren, einfügen, Name nicht gefunden. Also ihr müsst auch gucken, dass ihr euren Namen überhaupt mal richtig schreibt. So, das war es jetzt erstmal dazu. Dann des Weiteren. Viele haben jetzt geschrieben, ja, du verdienst ja jetzt schon so viel Geld mit YouTube und hast du nicht gesehen. Ich zeig's euch einfach mal kurz. Ich hab da nichts zu verheimlichen. Warte. Wieso geht das jetzt nicht? Bildschirmaufnahme hoch. Hier seht ihr genau, was ich zurzeit verdiene. Also, wir aktualisieren das Ganze mal. Umsatz 0. 0,0. Nur damit ihr mal seht, was ich verdiene. Also im Prinzip habe ich bis jetzt, um es knallhart zu sagen, 50 Euro ausgegeben an euch und verdient habe ich genau 0,0. Da auch noch keiner donated hat, wirklich 0,0. Aber ich bereue nichts, um Gottes Willen. Das Ganze ist mein Hobby halt. Und das wird sich auch, denke ich mal, dann schon bald ändern, weil die 1000 Abonnenten werden wir definitiv, denke ich mal, erreichen, außer wenn, keine Ahnung, Shitstorm hoch 8 auf mich reinfällt, aber ich denke mal, es wird funktionieren. Und deshalb, denke nicht, das geht alles noch aus meiner eigenen Kasse. Und logischerweise muss ich mich mit meiner Frau auch ein bisschen absprechen. Ich kann nicht einfach monatlich, was weiß ich, sage ich jetzt mal 200 Euro raushauen und meine Frau sagt, ja, cool. Andere freuen sich und wir haben nichts zu essen auf dem Tisch. Also, von daher ein bisschen Respekt vor dem Ganzen. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir auch mal rein in den Shop. Warte, gerade mal das Bild nochmal ändern. Das eine ist nämlich Bildschirmaufnahme, hier ist Spielaufnahme. So, wir haben es ja schon gesehen, das Großmaul ist da. Ganz ehrlich, ich würde behaupten, der ekligste Skin, den es je gab.
Also ich glaube nicht, dass wir schon einen ekligeren Skin hatten als das hier. Aber von hinten sieht der gar nicht so schlimm aus. Deshalb seid euch im Klaren, ihr werdet den Skin so nicht sehen. Deshalb, der kann vorne noch so toll aussehen, aber im Prinzip seht ihr den Skin nur so. Andere sehen den. Also im Prinzip, wenn andere immer schön Skins ausgeben, also Geld für Skins ausgeben, freuen die sich. Das Einzige, wo ihr den halt seht, ist logischerweise in der Lobby. Da hört es aber dann auch schon auf. Ihr dürft halt echt nicht vergessen, ihr kauft euch einen Skin, um ihn von hinten zu sehen. Deshalb, das sage ich immer wieder, deshalb bin ich auch immer überlegen mit Skins, macht das wirklich Sinn, mir den zu kaufen? Weil ihr seht den eh kaum. So, das Rückenaccessoire ist geil gemacht, finde ich. Also gerade der mittlere Frosch hat irgendwie was. Passt doch nur eigentlich auf viele Skins, nicht nur auf den. Weil von hinten hat er halt auch nur ein bisschen lila Effekte drin. Von daher passt das eigentlich. So. Doch, die habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ja, die sind schon wirklich krass. Und den Ton hatten wir so definitiv noch nicht im Shop. Der ändert sich sogar. Das ist echt ein Knochen. Komm, Knochen nochmal. Da. Also der Ton ist ja mal richtig geil. So, als Tarnung haben wir hier die, soll das Zähne sein? Ja. Zähne. Also Fleisch, also wie der Mundraum, sage ich jetzt mal. Also das sieht auch recht nice aus, finde ich. Aber ist natürlich nicht gerade für Frauen gemacht, sage ich jetzt mal. Also ich glaube, viele Mädchen oder so, die sagen, ey, geh weg. So, das war das. Dann haben wir die Aranje im Shop. Ist die neu? Nee, gab's schon mal. Aber gesehen habe ich die noch nie. So, die sieht aber eigentlich ganz gut aus, finde ich. Also so farblich passt eigentlich alles perfekt. Also der Skin ist echt nicht schlecht. Ja, von hinten sieht es natürlich. Das meine ich. Ich gucke mir lieber einen Skin von hinten an, der so aussieht. Jetzt nicht, weil es eine Frau ist, sondern halt allgemein. Aber der hat halt irgendwie was. Also das ist echt. Ja, aber denkt dran, 20 Euro. So, dann haben wir ja natürlich hier die ganzen Fußballskins noch von gestern mit drin. Hier die rote Karte als Rückenaccessoire. Wir gehen mal gerade ganz schnell alle so durch. Hier die Afro-Lady. Ja, Mrs. Verpeilt. Ja, die hat. Das sieht aus, als hätte die einen Farbtopf gegriffen. Vor allem die Augen. Die Augen sind echt zu krass. Voll auf halb acht am Hängen. Junge, Junge, Junge. So, das waren die weiblichen Skins. Dann kommen natürlich die männlichen auch noch. Er hat den Kiefer gebrochen. Ich glaube, der sollte man doch zum Kieferorthopäden gehen. Dazu der passende Ball auf dem Rücken. Das gefällt mir persönlich aber nicht so, weil der Ball einfach so aufgeklebt aussieht. Aber das ist, also der Ball an sich als Rückenaccessoire ist schwer umzusetzen, weil es halt einfach eine Kugel ist, die auf dem Rücken ist. Als Rucksack wäre es natürlich auch nicht so nice. Also, ja. Das Problem ist, man sieht ihn ja auch nicht so, sondern so. Das ist halt das, was ich immer sage. Ihr seht den Skin immer nur von hinten. Außer ihr habt einen Gegner, aber dann seht ihr ihn auch meistens von der Seite oder so. Selten, dass ihr einen Skin so anguckt. Also von daher geht das eigentlich schon klar. So, dann haben wir hier den noch. Die haben irgendwie alle Probleme mit dem Mund. Alle Kieferbruch. Aber bei ihm sieht es natürlich am schlimmsten aus. So, dann haben wir den Clown. Ach, das ist wieder mit verschiedenen Stilen. Ich muss wieder mit der Maus hin, nicht, dass ich aus Versehen was kaufe. Ach, direkt die männliche oder. Ne, gar nicht. Beides weibliche Variante. Ich denke immer, das ist die männliche Variante. Aber wenn ich dann hier hingucke, dann sieht man doch, es ist weiblich. Aber damit fällt es halt überall auf. Ist halt, du siehst aus wie ein Clown, fällst auf wie ein Clown. So, gucken wir auch direkt mal wieder weiter. Und dann haben wir die Balltricks, das Emote. Ja, ist nicht schlecht. Aber ihr wisst ja, mit Musik ist immer alles ein bisschen besser. Und dann haben wir Scorpion mit dem Shop.
Die geht eigentlich vollkommen klar. Das Problem ist, wir haben halt nicht so eine richtige Wüste. Wir hatten immer nur diese Mountain, so Gebirgskette quasi in der Wüste. Aber so richtig Wüste, so wie die aussieht, so getarnt, so Sahara-mäßig, haben wir ja natürlich nicht. Also von daher, ja, der Skin geht schon klar, aber der ist halt ziemlich auffällig, finde ich, weil der halt doch ziemlich hell ist insgesamt. Dann haben wir das gute alte Lufthorn. Ist halt wirklich laut. Einmal noch. Also wenn ihr in der Lobby nerven wollt, ist das genau das Richtige. Dann haben wir noch Zombie. Ist halt schon geil. Aber ihr wisst, der Musik macht alles weg. Dann haben wir eine neue Lackierung. Ah, da muss ich sagen, mal eine animierte Lackierung, die mir gefällt. Doch, die geht klar. Warte, gucken, auf dem Schiff. Auf dem Schiff ist nämlich meistens Katastrophe. Ja, doch, da fällt es nicht so auf, weil das Rot zu stark ist. So, dann haben wir alles gesehen. Er will mich nicht hinten hinschicken. Ja, ihr seht, hier fehlt was. Da ich euch E-Skins schenken will, habe ich mir nämlich das eine Paket noch geholt. Dadurch haben wir ihn nämlich. Sind halt einfach im Prinzip, ob ich jetzt V-Bucks dann kaufe für euch, die Skins rauszuhauen, oder ob ich mir halt hier das Paket geholt habe, 600 V-Bucks bekommen habe für 5 Euro, plus halt noch den Skin. Von daher, weil welches Rückenaccessoire hat denn der gehabt? Oder hat er gar keinen gehabt? Hat er nur die Spitzhacke gehabt? Ich bin gerade echt überfordert. Ich kann es euch gerade echt nicht mehr sagen. Ja, wenn dann die. Ja, auf jeden Fall wisst ihr dann halt, warum der halt nicht mehr im Shop ist. Bei mir jedenfalls, weil ich ihn halt gekauft habe. Hier drin sehe ich halt für mich selber keinen Nutzen. Die Skins, ja, sind okay. Aber wenn noch V-Bucks dabei wären, dann ja. Aber so, nee. Aber ich sage immer wieder, ihr habt dann drei Skins. Im Prinzip rechnen sie sich auf jeden Fall. Wenn ihr eh auf so Skins steht, dann rechnet sich das halt. So, wie ihr seht, bei der Videoaufnahme noch zwei Abonnenten gemacht. Es fehlen nur noch 39 zu den magischen 1000. So, dann noch mal kurz in was in eigener Sache. Warte, ich mach kurz wieder Bildschirmaufnahme hoch. Ba, 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 bam. Weil, ne, das war der falsche. Da weg. Ja, zwei Bildschirme. So. Weil es hat sich halt wirklich was getan, was die Monetarisierung betrifft. Also wir kommen langsam der Sache näher. Es fehlen halt jetzt wirklich immer noch 2300 Stunden in Anführungszeichen. Aber durch die Livestreams unterstützt ihr mich auf jeden Fall. Guckt die Videos bis zum Ende. Wie gesagt, gerne ein Abo dalassen. Aber das Wichtigste für mich jetzt gerade ist wirklich Wiedergabezeit. Wiedergabezeit heißt, jede Sekunde, die ihr ein Video von mir guckt, hilft mir. Wenn ihr nur 5 Minuten Zeit habt, 5 Minuten Video anmachen, habt ihr mir schon geholfen. Seid im Stream dabei, wie gesagt, es kann jederzeit passieren, dass ich da was raushaue. Seid halt auch da dabei. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon jetzt mit dem Video. Und denkt dran, wie immer, gebt nicht zu viel Geld aus. Es gibt auch noch ein Leben draußen, nicht nur am PC, PlayStation, wie auch immer. Ach ne, wie gibt es ja nicht mehr Switch. Und dann würde ich sagen, in dem Sinne, mal ein langes Shop-Video, aber alles hat ein Ende. Und in dem Sinne, haut rein.